Willkommen, meine Freunde, zum ersten Oblivion-Mod auf unserer Liste. Auf meiner Liste. Das Intro-Ankündigungsvideo ist ja mittlerweile schon rausgekommen vor 2 Tagen. Am Sonntag, ganz genau. Wir wollen das ja schließlich korrekt machen. Das ist essentiell für den Fortbestand dieser Reihe. Und ich möchte mich erstmal, bevor wir mit Blood and Mud beginnen, kollektiv an euch alle bedanken. Ich will mich kollektiv bedanken. Ja, genau. Alle Persönlichkeiten von mir wollen sich bei euch bedanken. Wir haben insgesamt 23 Oblivion-Mods, alles nur Quest-Mods zusammenbekommen und 10 Skyrim-Mods. Das heißt, ich habe 33 Mods derzeit, alle hinten auf Lager notiert in einem Dokument und wir werden die Stück für Stück abarbeiten. Wobei, das klingt wieder, als ob das Arbeit wäre. Nein, wir haben Spaß. Ich bin selbst schon ganz heiß darauf. Zu Braville, bevor wir hier reinmarschieren, können wir gleich mal sehen. Oh, hallo. Hi. Es gibt neue Texturen, die Stadtwachen haben neuen Kram an. Wir werden versuchen, so viel wie nur möglich von den verschiedenen Mods mitzunehmen. Das heißt, ich werde nicht nur die Stories und die Quests einfach nur schnell durchlaufen, durchrennen, wie es nur geht, um möglichst schnell durchzukommen, sondern ich werde versuchen, möglichst viel von den Neuerungen zu absorbieren. Braville wurde, wie ihr vielleicht schon von außen erkennen könnt, komplett neu retexturiert. Sieht alles ein bisschen anders aus und die Leute haben auch andere Dinge an, außer vielleicht dieser Bettler hier. Nur eine und hier... Seid gegrüßt. Hallo. Nochmal die gleiche Rüstung, das gleiche Motiv, bloß mit etwas anderer Farbe. Das Tor hat eine neue Bumpmap bekommen, also sprich, die Textur wurde ein bisschen aufgewertet. Und sonst der ganze Kram... Es wurde einfach ein bisschen rauer gemacht, deswegen heißt es wohl auch Blood and Mud. Von diesem Mod jetzt hier habe ich nur herausgefunden bisher, schon mal ein bisschen vorgezockt, wie man überhaupt erst die Quest startet und wie man den ersten Schritt bewältigt. Denn ich möchte ja nicht hier anfangen und dann werden wir erstmal 2 bis 3 Episoden komplett ratlos. Das sah sehr süß aus. Nein, und wir werden dann komplett ratlos 2 bis 3 Episoden einfach nur im Kreis laufen und uns die ganze Zeit fragen, wie zum Teufel fangen wir an mit dieser tollen Quest-Mod? Ich laufe mal ein bisschen hier so rum, während ich mein Intro spreche, dann könnt ihr mal schauen, was sich denn so alles hier geändert hat. Im Prinzip ist einfach alles blutiger und verschlammter geworden. Ha, versteht ihr? Weil es Blood and Mud heißt. Ha, deswegen... Und jetzt regnet es auch noch. Perfektes Wetter, um damit loszulegen. So, das Völkchen von Braville, die... Oh, da fällt mir gerade auf, im Nerim-Let's Play haben wir gerade auch, sind wir auch dieser Statue hier begegnet, mit dem Knoten da in der Mitte, mit diesen Seilen da. Aha, daher haben die das. Wahrscheinlich gab es das schon vorher bei Oblivion, aber egal. Das hier ist, soweit ich weiß, auf jeden Fall ein neues Haus. Zur Roten Stute. Da ich aber nicht einbrechen will, warten wir vielleicht mal, bis wir einen geeigneten... Zeitpunkt finden. Ich habe keine Ahnung, wann dieser Laden hier öffnet. Aber wir werden das einfach mal ausprobieren. Denn ich weiß, hier geht es auf jeden Fall los. Was ich aber nur beim ersten Testen rausgefunden habe, war so ein bisschen, dass manchmal die Quest nicht ganz richtig anspringt, beziehungsweise, dass es irgendwie keine Uhrzeit zu geben scheint, wann man tatsächlich das Ding hier betreten kann. Weil ich schon mal 2 bis 3 Tage in Folge... Oh, hier sehen wir gleich mal nochmal neue Rüstungen. Held von Quatsch! Nichts Neues zu sagen, aber neue Rüstungen. Schön verrostet. Wie gesagt, ich war 2 bis 3 Tage lang hier davor gestanden. Hab wirklich jede Stunde gecheckt, ob man rein kann. Konnte man aber nicht. Hallo? Bitte fahrt fort. Es sah aus, als ob du eine neue Frisur hattest. Ja, hast du auch. Die Frisur müsste neu sein. Es interessiert mich nicht, wer ihr seid. Ihr werdet sowieso nicht lange in Braville bleiben. Oder für immer. Er hat sogar die Graufuchsmaske ein bisschen retexturiert. Ihr kommt nicht aus Braville und ihr werdet nicht in Braville bleiben. Marvin, oh, das ist schon einer der ersten NPCs, mit denen wir reden können. Ich glaube, bevor wir die Quest tatsächlich starten, würde ich sagen, sprechen wir mal so mit den neuen NPCs, weil die brauchen wir bestimmt früher oder später auch für die Quest. Der verrückte Igor, wer ist das denn? Ja, Igor würde sogar einen Daedra zum Lachen bringen.
Okay, was Neues vielleicht noch? Eigentlich sind meine Witze viel lustiger. Aber ich habe aufgehört, sie zu erzählen, weil ich die Pointen dauernd verwechsle. Das ist ja eine schreckliche Geschichte. Gerüchte? Die Schwester von Master June ist mir ein bisschen unheimlich. Dauernd kommt ihm mit was zu trinken an. Ja, sein Laden ist ziemlich gut. Ich bin regelmäßig da und sehe mir die neuesten Axtmodelle an. Jemand hat mal versucht, bei ihm einzubrechen. War eine ziemlich traurige Geschichte. Die hatten nicht mal genug übrig, um das irgendwo auf den Pfahl zu stecken. Dieser Marcid Jun scheint ein ziemlich hartgesottener Kerl zu sein. Und du, Marvin der Henker, so. Es ist ziemlich schön, auf dem Friedhof zu arbeiten. Die Leute hier erzählen zumindest nicht dauernd Witze. Man kann bei ihm so ziemlich alles kaufen oder verkaufen. Ein paar Leute haben angeblich auch ihre Seele dagelassen. Dieser Marcid Jun hört sich auf jeden Fall nach einem interessanten Charakter an. Noch was zu dir vielleicht? Ich möchte alles hören. Warum ich hier auf dem Friedhof arbeite? Ich mag Gartenarbeit. Und wie wir wissen, haben alle Gärtner so solche Masken auf. Geht ruhig. Vielleicht sehen wir uns eher wieder, als es euch lieb ist. Nein, bitte nicht. Das muss nicht unbedingt sein. So, aber was mir aufgefallen ist, ich habe ja schon länger kein Oblivion mehr gezockt. Aber ich dachte mir, vielleicht pumpen wir das ja alles so ein bisschen hoch. Waren die Effekte ein bisschen niedriger? Ich muss noch so ein bisschen hier ausprobieren jetzt, wie das hier so laufen wird, weil der Regen ist ja immer verdammt laut, das wissen wir schon. Aber ich möchte meine Sprachausgabe ein bisschen besser verständlich haben. Was wollt ihr? Eigentlich sind meine Witze... Was wollt ihr? Eigentlich sind mir meine Witze... Blah. Ein leichter Unterschied. Hallo? Sonst irgendwer? Ich glaube, alle Leute, die sonst hier wären... Oh, nette Tafeln. Steintafeln, Grabsteine und so. Man will ja nicht das Negative direkt ansprechen. Statue von Periite, kann ich den direkt ansprechen? Wie geht es euch heute? Gut. Tür zu Steine und Statuen. Das hört sich auch nach einem neuen Laden an. Ich gehe einfach mal alles durch. Wir erkunden so ein bisschen. Schauen erstmal, verschaffen uns einen Überblick, was es so Neues gibt, damit wir dann später umso besser zurechtkommen. Jafir. Bildhauer, Kunstliebhaber, Kulturist und Kubist und manchmal auch Zynist. Zu euren Diensten. Neue Gerüchte vielleicht? Captain Ansol fährt nur Bravila. Um Bravila zu werden, müsst ihr ein Haus in Bravil besitzen, hier geboren worden sein oder zumindest einige Monate überleben, wobei die Kunst darin besteht, in diesen Monaten nicht sein gesamtes Hab und Gut zu verlieren. Vor einiger Zeit habe ich euch noch den Hintern gerettet. Seid dankbar! Sehr wohl. Bronze- und Jade-Figuren. Könnte gut sein, dass wir das irgendwann mal benötigen werden. Für den weiteren Verlauf der Quest. Ich wünsche euch noch einen erholsamen Tag. Und meidet die Straßen des Nachts. Ganz schön heftige Worte, die sie hier von sich geben. Und richtig dunkel hier in dem Haus. Oh, Jesus. Moment, ich hatte ja hier... Moment. In Oblivion hatten wir den Lichtzauber. Ich muss mich wieder wirklich ein bisschen dran gewöhnen, dass ich zaubern darf in Oblivion. In Nerim bin ich es so lange gewohnt, dass immer irgendwelche Alarmglocken läuten und die ganze Zeit irgendwer mir auf den Fersen ist, wenn ich in öffentlichen Bereichen versuche, einen Zauber zu sprechen. Ich habe mich gerade gewundert, dass seine Hände aussehen wie Hände vom Dunkelelfen und seine Haut... Okay. Ich glaube, ich gehe dann mal. Vielleicht ist er nur ein bisschen dreckig von dem ewigen Statuenschleifen. Hallo. Alicia. Wollt ihr mich für euch tanzen sehen? Ich tanze euch was, ich erzähle euch was, spiele euch was und singe euch in den Schlaf. Wär's mit einem netten Gespräch? What? Wie was? Verstehe ich nicht. Wie ein... Oh, ein wenig Vergnügen. So. Mir egal, wie viele Monster da draußen rumlaufen. Wir arbeiten nur mit Menschen. Okay, und wer ist jetzt dieser Igor?
Igo? Kennt ihr Igo? Igo ist so witzig. Der bringt euch bestimmt zum Lachen. Ich habe das Gefühl, dass die Witze von Igo besser bei dir ankommen als bei dem netten Gärtner da hinten. Wollt ihr das Neueste aus Braville wissen? Vor 5 Minuten ist dort hinten eine Bierflasche umgefallen. Oh, da geht's ja richtig hart bei euch hier zur Sache. Mann, oh Mann. Oder besser doch nicht. Bevor ich mich aber irgendwie vergnüge, will ich mit allen sprechen, die irgendwie... Ich grüße euch. Ronja, die besonders aussehen. Ja? Nein, du hast nichts zu sagen. Du hast zu gutes Voice-Acting und deine Mikrofonqualität ist zu gut. Ich glaube nicht, dass du irgendwas Neues zu sagen hast. Es gibt hier genug Leute in der Stadt. Warum musst du ausgerechnet mit mir reden? Ich mag keine Gruppenabenteurer. Orks allein sind schon fordernd genug. Sie zahlen natürlich den Monsterzuschlag und nur im Dunkeln, versteht sich. Ach, Sashi. Ja, der war toll. Seitdem gibt's keine Ratenzahlen. Richtig mehr. Cool. Also die neuen... Zur lustigen Lotion heißt der Laden. Sogar die neu hinzugefügten Leute führen Gespräche unter sich. Richtig nice. Da haben sie sich ordentlich was ausgedacht. Oh, Lichtkulisse geil, aber ich sehe nicht, was hier ist. Zu dunkel. Dunkel. Das sind so einige Tränke. Das sind richtig viele Tränke. Wow. Cooler Laden. Das ist aber, glaube ich, für Weinflaschen. Ich glaube, das muss irgendjemand dem Ladenbetreiber erklären. Oh, finster. Was zum Hölle? Was zum Hölle? Das ist eine Mischung aus was zur Hölle und was zum Teufel. Warum hängt hier ein Zombie von der Decke? Ranzan Yun. Auf den ersten Blick habe ich gedacht, der ist so hässlich, an dem gibt es gar nichts Brauchbares abzuschneiden. Aber wo ich jetzt eure Augen sehe... Okay, Graufuchs, die hat sogar was zum Graufuchs zu sagen. Also ich nehme an, dass das eine sie ist. Vom Aussehen her zu urteilen, ja. Von der Stimme, I don't know, ein bisschen undeutlich. Er schaut ab und an vorbei. Von einem, der auszog, um in ein Wild zu leben. Sonst noch eine dämliche Frage? Naja, eigentlich habe ich die Maske vom Graufuchs. Deswegen wundere ich mich, wer zur Hölle hier der... bei dir vorbeischaut und sich Graufuchs nennt, ist ein bisschen merkwürdig. Meldet ihn ruhig der Stadtwache, wenn er euch belästigt hat. Bla bla bla, ja, unsere Familie ist schon seit einigen tausend Jahren hier ansässig. Die Guten sowie die Nichtsnutzenden anderen, die ihre Verwandten oder für ausnutzen, für sich irgendwelche Plätzchen für Halunken und Abenteurer zu backen, nur damit ein paar dahergelaufene Möchtegern-Paladine ein Häppchen während ihres Aufenthaltes in ihrem Leben zu sich nehmen können. Was zum Teufel hast du gerade eben geredet? Du hast mir zwar die Gelegenheit gegeben zu husten, aber du warst so extrem leise. Warum haben so viele Mod-Hersteller so oft Probleme, einfach die Stimmen ein bisschen auszugleichen, einen Kompressor drüber laufen zu lassen und sonst schon hört sich alles schön gleichmäßig laut an? Mann. Na gut, Marvin der Henker? Was soll mit Marvin sein? Solltet ihr einmal einen Teil eures Körpers als überdrüssig erachten, scheut euch nicht vorbeizuschauen. Okay, ich werde es mir überlegen. Ich muss jetzt die ganze Zeit wieder laut reden, wenn gerade irgendwelche Autos hier vorbeifahren, weil mein... Oh, das hat aber schnell geladen. So, die Dame, die irgendwelche Körperteile lagert und uns welche abknöpfen will, die hat ja schon mal einen super sympathischen Keller. Kessel. Wow. Seht ihr das? Da sind verkohlte Leichen drin. Holy be Jesus. Jetzt habe ich mich sogar im Spiel weggedreht, weil ich husten musste. Ein Mod mit Geheimgängen. Falltür zu vergessene Zisterne. Jetzt fängt's an, interessant zu werden. Nice. Kleine Information am Rande, für die von euch, die es noch nicht wussten. Dieser Mod, Blood and Mud, ist von den Machern von Orden des Drachen. Den Mod, Orden des Drachen, habe ich aber schon im... Das ist hier ganz schön groß. Habe ich schon mal im Stream gezockt, genauso wie Saphirias Romance und Rabenstolz. Das heißt, wenn ihr einen von diesen drei Mods sehen wollt, dann könnt ihr gerne meine vergangenen Streams anschauen. Die Streams existieren immer noch, man kann sich die Aufnahmen dazu jederzeit anschauen.
ein verlassener, momentan verlassener Kellerraum. Ganz schön finster. Ich liebe es eigentlich, nicht immer, egal wo man hinläuft, immer auf Gegner stoßen zu müssen. So, das macht uns bestimmt das Tor auf, drüben auf der anderen Seite. Sondern einfach mal hier so ein bisschen was zum Erkunden zu haben. Alchemistenfibel. Alchemistische Tinkturen, Rezepturen und Heilkräuter, geschrieben mit Blut. Nice. Heiltränke. Tränke, welche die Physis verändern. Okay, irgendwelche Tränke. Ist das so Diebstahl? Nein. Ich nehme den Buch einfach mal mit. Vielleicht werden wir irgendwann mal die Rezepte brauchen. Hier ist wieder der Henker. Oh, ich glaube, die steht auf den Henker. Herausgerissene Buchseite, aha. Liebestrank. Oh, da kommen wir jetzt was auf die Spur. Als Basis des Liebestrankes eignen sich Teil unbekannten Eigenschaften der Nieren oder auch Silberwurz genannten Höhlenpflanze. Diese werden zu einem edlen Alraun angemischt, mit exotischen Düften parfümiert und dem Objekt in einen Trank gemischt. Aha. Aha. Ich habe mich schon gefragt, ob da irgendetwas mit ihr nicht stimmt. Destillationskolben des Meisters. Retorte des Meisters. Kalzinerofen des Meisters. Weil sie schon so komisch oben reagiert hat. Alles Meisterzeug, ich nehme das einfach mal mit. Das hat ja unserem... Oh, hier ist gleich mal Nierenwurz. Das hat ja unserem Charakter noch gefehlt hier. Heilmittel gegen Vampirismus. Oh, nehme ich auch mal mit. Ist das wirklich... Gilt das jetzt wirklich nicht als gestohlen? Heilmittel? Nö. Okay. Dann bediene ich mich doch einfach mal. Schwarze Tuchrüstung. Wisst ihr was, meine Freunde? Für euch lasse ich das hier mal mitgehen. Den Schild hier, da sieht man ja schon, wie er aussieht. Aber einfach mal, damit ihr seht. Das ist einfach nur eine schwarze Kapuze. Sieht genauso aus, wie wir es kennen. Oh. Einfach mal für euch, damit wir sehen, wieso denn das Design der neu hinzugefügten Gegenstände aussieht. Sieht ganz cool aus sogar, die Rüstung hier. Für uns aber erstmal nicht von Bedeutung. Schade, dass die hier kein kleines Icon noch dazu gemacht haben. So, dann wollen wir mal wieder zu diesem Eingang da am Anfang laufen. Übrigens, falls ich ein bisschen länger nicht reden sollte, oder, na gut, was heißt länger, so 10 Sekunden lang. Wow, creepy. Ein Kommentar von mir fehlen sollte, dann liegt das daran, dass gerade entweder das Kind in der Wohnung schreit oder irgendwelche... Oh, Jesus, die hat Nierenwurzel hier richtig kräftig angepflanzt. Oder dass irgendwelche Autos extrem laut an meinem Fenster vorbeifahren. Das ist so der Nachteil, wenn ich etwas früher aufnehme. Boah, crazy, das ist ja richtig viel hier. Denn ich habe leider nicht immer die Zeit, erst um 21 Uhr aufzunehmen. Ich will mal jetzt nicht hier den größten Teil der Atmosphäre irgendwie zerstören, also... Oh, bejeez, ist das hier tief? Holy! Holy, holy. Oh Gott, jetzt sehe ich noch weniger. Führt das hier irgendwo hin? Können wir das auf der Karte sehen? Nein, sieht nicht so aus. Oh Gott, mein Atem. Phew. Ja, jetzt muss ich aber nur noch wieder hier rauskommen. Komme ich hier raus, über den Felsen? Okay, ich dachte schon, no! No! Ach so, hier komme ich her. Da wollte ich eigentlich hin. Aber hier ist sonst nichts anderes. Na gut, dann gehen wir mal wieder. Dann hätten wir schon mal so das erste... Ich wollte schon fast sagen Easter Egg, aber das hat ja rein gar nichts mit einem Easter Egg zu tun, sondern wurde einfach implementiert von den Machern. Was ich aber eigentlich noch sagen wollte, ich komme gleich darauf zu sprechen. Erstmal will ich gucken, ob sie mir oben was Neues zu sagen hat, weil wir ja jetzt ihr Verlangen für ihn herausgefunden haben, für den Henker. Was für ein herrlicher... Was soll mit Marvin sein? Sollte sie sagt, einmal einen Teil eures Körpers als ja, ja. Sie sagt nur ganz unscheinbar, was soll mit Marvin sein? Hihihi.
Und in Wahrheit steht sie auf denen. So, noch kurz den hier, bevor ich fortsetze. Ich wette, deine Mutter hat dir das Kämpfen beigebracht. Oh, mein Freund, du solltest unbedingt aufhören zu rauchen. Oh, ungesprochener Dialog. Konnte ich leider jetzt nicht schnell genug lesen. Wenn du irgendwas zum Begrapschen brauchst, dann geh zur Roten Stute. Aber lass gefälligst die Finger von Melissa. Sonst hack ich sie dir ab. Master June hat eine Schwester, die genauso verrückt ist wie er. Keine Ahnung, was die hier in der Stadt überhaupt wollen. Denkst du etwa, ich hätte Angst vor Marvin? Nein. Hallo? Nein, habe ich nicht. Du sowieso nicht, du hast genauso eine tiefe, rauchige Stimme wie der Kerl. Master June. Ja, geh doch zu ihm und handel ein bisschen mit ihm. Viel Spaß. Schade, dass wir uns nicht wiedersehen. Der Kerl, dieser Marcy Jun, scheint ja eine richtig zwielichtige Gestalt zu sein. Einsame Freierunterkunft, die gab es schon vorher, wenn ich mich recht erinnere. Ja, ja. Ein fröhliches und herzliches Willkommen. Jawohl, das sind normale Voice Actors. Wer bist du? Ria! Na, endlich mal ein hübsches Gesicht. Oh. Ich bin Vaya. Und wie ihr in diesen Ohren erkennt, bin ich euch um genau diese Länge überlegen. So wenig? Leichte Mädchen? What? Wie? Gut, ich werde dich jetzt etwas Schockierendes erzählen. Es gibt, außer bei Argonien, zwei Arten von Wesen. Männliche und weibliche. Und jetzt rate einfach mal ins Blaue, zu welchen ich gehöre. Dann frage ich, was ich darüber wissen sollte. Hä? Was? Ist die schizophren oder sollte ich das jetzt verstehen unter leichte Mädchen? Heißt das, dass du ein schwerer Fall bist? What? I don't know. Gerüchte? Psst. Habt ihr schon gehört? Ist wieder ein Fall frei. Ich glaube, die soll so ein bisschen psychisch angeknackst wirken. Marcy Jun? Der kauft alles. Selbst Teile von euch, die man nicht sehen kann. Ist das hier etwa die sexy Bogenschützin, die ein bisschen kaputt in der Birne ist? Ein richtig netter Umhang, den du da trägst. Oh, danke, Marvin. Du bist aber groß. So. Paradoxon des Bogenschützen. Nein, da wollen wir nicht hin. Das ist nicht so wichtig. Was tut ihr denn da? Ich glaube, dann habe ich so ziemlich alle Läden jetzt hier abgeklappert und bin alles mal hier so abgegangen. Haus zum Verkauf. Nein, das haben wir nicht gekauft. Oh, Jesus. Was zum Teufel? Ihr habt aber geschickte Finger. Aber wer wurde gerade eben wie getötet hier? Was zum Teufel? Was ist gerade eben geschehen? Was ist an mir vorbeigegangen? So, ach genau, jetzt weiß ich wieder, was ich hier wollte. Und zwar die neuen Läden habe ich jetzt hier alle abgegrast in der Nähe. Die ganzen neuen NPCs auch. Und hier, Marcy Juns Waren und mehr. Ich weiß nicht, ob ich sonst noch irgendwelche Häuser verpasst habe, außer das, wo die Quest losgeht. Aber ich dachte mir, wenn wir mit dem neuen Mod anfangen... Oh, irgendeine Dialogzeile, die wieder automatisch abgebrochen wurde. Schade. Wenn wir mit dem neuen Mod anfangen, dann will ich mal als erstes euch alle großen neuen Hauptgebäude zeigen und den Großteil der ganzen NPCs, die dazugekommen sind. Und dann legen wir los mit der Questline. Oh, der hat aber geile Ware hier. Sieht richtig nice aus. Was ist das da oben? Schild des Pegasus. Awesome. Und das hier? Schild des Skorpions. Sire. Verkauft sogar... Der ist aber ganz schön dunkel und schwarz. Verkauft sogar Daedra-Kram. Sprechen wir ihn mal kurz durch. Leichte Mädchen. What the hell? Was soll das bedeuten? Ah, Zaya ist nach Zerstreuung zumute. Zaya. Solche Sachen bespricht man doch nicht mit mir. Ach so, die meinen damit wahrscheinlich die Mädels zur Roten Stute. Da, dieses kleine Bordell. Ich frag mich nur, warum, als ich leichte Mädchen darauf das
Mädchen, die Ronja, wie die auch immer hieß, die Ria, genau so, angesprochen habe, hat sie gesagt, ja, ganz genau, das bin ich, ein Mädchen, haha, oder irgendwie sowas. Oder vielleicht wollte sie nur damit zeigen oder sagen, man spricht damit nicht, darüber nicht mit Frauen, sondern sucht jemand anderen zum Reden, einen Kerl oder sowas. Vielleicht hat sie ja das damit gemeint, I don't know, Igor? Saya, ich verstehe die Witze nicht, die Igor erzählt. Es gibt das Gerücht, Saya, dass manche Leute behaupten, Echo hatte schon mal ein Wort gesprochen, Saya. Also Echo und Igor haben wir bis jetzt noch nicht gefunden, aber denen begegnen wir bestimmt früher oder später. Nun, Saya, es geht das Gerücht um, dass es einige Leute geben soll, die Marvin mit dem Graufuchs verwechseln, Saya. Aber ich kann euch versichern, solche Leute gibt es nicht mehr. Saya, ihr habt von dem Gerücht gehört, dass Marvin angeblich grundlos diesen Händler verprügelt hätte, weil er verbotene Waren verkaufte, Saya. Das stimmt nicht, Saya. Er wurde gepfählt. Das ist aber eine nette Info zu Marvin. Und jetzt haben wir erfahren, was diese Dame da im Laden gemeint hat, die so auf Marvin abfährt mit den Liebestränken und allem drum und dran, als sie gesagt hat, ja, manchmal geht der Graufuchs mich sogar besuchen. Jetzt wissen wir, dass sie, wie heißt sie nochmal? Nun, Saya, es geht das Gerücht. Ah, nur dass allgemein Leute Marvin mit dem Graufuchs verwechseln sollen. Wahrscheinlich auch diese eine Händlerin da. Saya, ich handle. Saya. Ach so, was Neues? Saya, manche Städte haben die Legion, Saya. Andere haben Gesetze, Saya. Wir haben Marvin. Okay, Marvin soll also ziemlich gefürchtet sein, der Henker. Marvin ist ein guter Kunde, Saya. Interessiert ihr euch auch für Äxte? Nicht so sehr wie er wahrscheinlich. Das ist aber, was mir als erstes einfällt zum Mod, ich will mal so ein bisschen erzählen, ne, immer wieder nebenbei meine Einfälle. Ich habe viele Kunden, welche mir den Schrott verkaufen, den sie aus den Höhlen der Daedra, den Ruinen der Leiden und den Minen Abtrünniger herausholten, Saya. Ich kann eine ganze Armee mit Daedra-Rüstungen ausrüsten, Saya. Du hast ja ordentlich zu erzählen. Streitakt aus Mitri... Was war das für ein überraschtes Geräusch, Stone? Ich weiß es nicht. Stab des Pegasus, nicht verzaubert? Oh, interessant. Sieht aber schon mal sehr interessant aus, auch hier von dem kleinen Ding da. Oh, Schwertlanze. Oh, Rin, was sind das denn hier für Sachen? Das ist ja voll geil. Knochen, Zweihänder, Kavriasui. Hui. Was ist da? Hebi. Ah, Hebi weiß ich, das heißt Schlange. Endlich mal ein japanisches Wort, was ich kenne. Mann. 19 Angriff, das ist sogar ein bisschen besser als mein Bogen. Vielleicht kaufe ich mir das einfach. Einfach so, just for fun. Dädrischer Bogen hat der auch. Nice. Was sind das hier alles für tolle Sachen? Was ist denn da los? Bogen des Pegasus. Oh, das ist ja noch besser. Nice. Der hat ja ordentlich Sachen. Wisst ihr was? Ich glaube, wenn wir schon mal hier bei einem Mod sind. Lehrling, ich keine Ahnung, wie viel Wert ich bei dem hier raushauen kann. Ich hole mir mal dieses... Oh, nein, nicht Axt. Hier, Bogen. Saya. Ich meine, nein, das wird jetzt nicht overpowered sein. Unser Charakter wird nicht overpowered sein. Meine Bögen haben 17 bzw. 19 Angriff und der hat 24. Also die 5 Angriffspunkte machen nicht so einen großen Unterschied. Ah, hat alles so diese glänzenden Schlitze, die wie Augen aussehen. Gefällt mir sehr gut, aber ich habe derzeit noch keine Verzauberung dafür, also bringt mir das jetzt nicht ganz so viel, aber ich werde den auf jeden Fall mitnehmen, weil ich würde den gerne irgendwann verzaubern. Oh Gott, ich habe ganz vergessen, wie wenig ich tragen kann. Nicht nur mit totem und fleischlichem Sire. Ja. Gut, dann haben wir doch schon mal, Gott, wie es wieder regnet, uns einen ganz guten Überblick verschafft, was denn hier so für NPCs sind und was denn allgemein in Braville mittlerweile so abgeht und wie es hier so aussieht. Da ist noch irgendein Blondie mit langen Haaren. Oh, wer bist du? Ach, das ist Echo. Mit der haben wir noch nicht geredet. Was wollt ihr? Wie? Ich dachte, man hätte bis jetzt gerätselt, dass Echo bisher noch nie ein Wort gesagt hätte. Auch ihr. Bitte fahrt fort. Ich glaube, die sollte gar nicht diese Standardsprüche bringen. Eigentlich sollte sie nichts sagen und hier wäre dann ein leeres Dialogfenster. Seht euch vor. Sagt nichts angeblich, aber halbnackt rumsitzen. Typisch. So kenne ich sie, die... Echos, ne?
Es interessiert mich nicht, wer ihr seid. Ihr werdet sowieso. Okay, meine Freunde, dann würde ich sagen, gehen wir mal in die rote Stute. Ach, hat sogar jetzt offen. Sehr schön. Gut, dann möchten wir mal ein angenehmer Kunde sein und da reinspazieren. Guten Tag. Sogar sehr freundlich eingerichtet. Eine Kellertür, die sogar unmöglich zu öffnen ist. Guten Tag. Ah, da ist ja niemand. Dammit. Da komme ich einmal und dann ist niemand da. Wisst ihr was? Ich speichere einfach mal kurz. Oh, ihr könnt an diesem Ort nicht warten. Okay. Ich dachte mir, ich warte einfach mal, bis so der nette Besuch kommt, aber... Scheinbar ist hier niemand. 9 Uhr abends. Ach, öffnen die erst abends, oder wie? Warten wir noch kurz. Wo sind denn die Betreiber? Immer noch nicht. Muss ich etwa bis mitten in die Nacht warten? Hallo? Huh? Na du? Ah, wie sie schon dasteht. Ich glaube, hier sind wir richtig.